Ja, okay, ich danke euch. Wie schön, dass ihr alle da seid und das jetzt geteilt habt. Und das ist auch etwas, was wir grundsätzlich in der Beschäftigung mit Zukunft und in der Zukunft der Bildung sehen, ist, dass das uns alle betrifft. Jeder Mensch hat mit Zukunft zu tun, beruflich, privat, wie auch immer. Haben wir alle was mit zu tun? Wir beschäftigen uns damit. Was ich jetzt nicht gehört habe, wir planen unseren nächsten Urlaub oder so. Oder das ist auch etwas, auch eine Beschäftigung mit der Zukunft. Da geht es darum, etwas vorzubereiten und zu planen. In vielen von den Themen, die ihr auch angesprochen habt, da gibt es auch um wünschenswerte Zukünfte. Das heißt, was hätte ich denn gerne? Was würde mir gefallen an künftiger Entwicklung? Oft geht es auch um wahrscheinliche Zukünfte. Was wird denn vermutlich passieren? Hat man, glaube ich, gerade beim Thema Digitalisierung auch, wo man sich vielleicht zum Teil auch ein bisschen machtlos fühlt, weil eben von außen etwas auf einen einfließt. Das ist das eine. Und es gibt oft geht es auch darum, dass Dinge auch einfach am Entstehen sind, Dinge, die sich entwickeln. Also Begriff der Emergenz ist wahrscheinlich hier auch bekannt, dass neue Dinge entstehen in komplexen, adaptiven, emergenten Systemen. Das ist Lebendigkeit zum großen Teil auch. Leben ist Veränderung, Leben ist diese Lebendigkeit und diese Emergenz. Und was wir in der Zukunft der Bildung machen, ist da ein bisschen Struktur reinzubringen, ein bisschen zu erklären, was es denn da so alles an Wegen gibt, wie man mit Zukunft grundsätzlich umgehen kann und auch die eine oder andere Methode aufzuzeigen, an die Hand zu geben, wie man das vielleicht ein bisschen besser, strukturierter, anders zumindest mal machen kann, als man das vielleicht bisher gemacht hat. Das ist Zukunft der Bildung oder im Englischen entwickelt eben, wie Birgit angedeutet hatte, von der UNESCO, im Englischen Futures Literacy. Also da kommt der Plural auch ganz klar raus, Futures Literacy. Und im Deutschen nutzen wir Zukunft der Bildung als die Kompetenz, die Zukunft für unterschiedliche Gründe, für unterschiedliche Zwecke mit unterschiedlichen Methoden einzusetzen. Das ist so die Grunddefinition. Und das haben wir ja gerade gehört, dass ihr ganz unterschiedliche Motive habt, euch mit Zukunft zu beschäftigen, auch anders rangeht. Ich will euch gleich eine Methode zeigen, die wir sehr intensiv verwenden, das eben das genannte Zukunftslabor. Und da mal kurz reinschnuppern, wie gesagt, wie das funktionieren kann. Vielleicht einen ganz kurzen Theorie-Hintergrund. Das baut sehr stark auf der Biologie auf. Da gab es einen Biologen, Robert Rosen, der die Theorie antizipatorischer Systeme entwickelt hat. Das ist eigentlich der Grundgedanke ist, dass alle Lebewesen ein Modell von sich selbst haben und ein Modell von ihrer Umwelt. Und ja, viele hier im Raum haben ja schon mit Modellen gearbeitet. Da gibt es einen ganz wichtigen Begriff, der in allen Modellen vorkommt. Also ich bin ja von der Ausbildung her bin ich Volkswirt. Wir haben ganz, ganz viel mit Modellen gearbeitet. Und da geht es immer auch um Annahmen. Jedes Modell basiert auf Annahmen. Widerspricht mir, wenn ihr irgendwo das anders seht. Also das ist die zentrale Untersuchungseinheit in dieser Zukunft der Bildung, sind die Annahmen, auf denen unsere Modelle von Zukunft basieren, auch unsere Bilder, unsere Vorstellungen von Zukunft. Und was ich vorhin auch, glaube ich, schon angedeutet hatte, ist, dass wir grundsätzlich davon ausgehen, dadurch, dass ja keiner von uns je in der Zukunft war, also ich habe noch niemanden getroffen, der schon in der Zukunft war, das ist immer eine schöne Science-Fiction-Vorstellung, aber ich kenne niemanden persönlich, der schon in der Zukunft war, von der können wir eigentlich überhaupt nicht wissen, was da passiert. Denn das Einzige, was wir wirklich wissen können über die Zukunft, sind unsere Annahmen im Heute, im Hier und Jetzt. Was nehmen wir an über Zukunft? Und welche Modelle, das antizipatorische Modelle, bauen wir auf Basis dieser Annahmen? Dann werden wir gleich ein bisschen nachgehen und ein bisschen reingucken, wie das denn funktioniert. Ich werde auch andeuten, dass man dann auch mit alternativen Annahmen ein bisschen rumspielen kann, um seine Vorstellungskraft zu erweitern und besser darauf vorbereitet zu sein, wenn die Zukunft dann mal irgendwie anders passiert, als man das bisher angenommen hat. Und was man auch machen kann, das will ich aber jetzt nur ganz, ganz kurz andeuten, ist dem nachzugehen, wo kommen denn diese Annahmen her? Auf welcher Basis stehen die denn eigentlich? Und das sind dann manchmal sind das Hollywood-Filme, ganz oft ist es private Kindheitsprägung, die unsere Annahmen über Zukunft
vorangebracht hat, geprägt hat. Oder verschiedene andere Bücher, die man gelesen hat, Menschen, denen man begegnet ist und so weiter, die alle diese antizipatorischen Modelle prägen. Also das so als Mini-Theorie-Hintergrund, bevor ich euch jetzt kurz in so ein Zukunftslabor hineinleite, was normalerweise dauert das mindestens 4 Stunden. Deshalb gibt es heute nur so eine ganz, ganz kleine Skizze und so 2, 3 kleine Übungen, wie man da damit umgeht. Und ich zeige euch mal diese Kurve, das ist so ein Ablaufplan eines Zukunftslabors, könnt ihr sehen, wo eben die Zeit unten auf der horizontalen Achse zu sehen ist, also Zeitablauf, und auf der vertikalen, wie anstrengend, wie schwierig das ist, also eher wie so eine Bergwanderung. Unten in der Aufdeckungsphase, wo es wirklich darum geht, diese Annahmen, von denen ich gesprochen habe, über Zukunft sichtbar zu machen. Probieren wir gleich aus. In der zweiten Phase geht es darum, wie gesagt, Vorstellungskraft zu erweitern, indem man mit anderen Annahmen experimentiert. Das werde ich nur kurz andeuten. Da braucht man ein bisschen Zeit. Das ist diese ganz steile Phase dieser Lernkurve. Da nehmen wir dann eine Abkürzung. Und dann geht es in Phase 3 darum, die verschiedenen Zukünfte, über die man in den ersten beiden Phasen gesprochen hat, miteinander abzugleichen und zu gucken, was entsteht denn da Neues? Was für neue Fragen entstehen da? Und auf Basis dieser Fragen dann in Phase 4 ins konkrete Handeln hineinzugehen und zu überlegen, okay, wenn das eine neue Perspektive ist, also sehr stark innovationsorientiert, diese Zukunftslabore, was können wir dann möglicherweise tun? Das wollen wir vielleicht nur ganz, ganz kurz am Ende anskizzieren. Wenn wir ein längeres Labor machen, gerade in einem Unternehmenskontext zum Beispiel, dann legen wir da natürlich und die Kunden natürlich auch sehr viel Wert drauf, auf diese letzte Phase, damit man da auch wirklich konkret etwas hat, was man in der eigenen Praxis auch einsetzen kann.